So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Weiß Edition. 1 plus 1 ergibt gleich 2. Und das ist der Name der Edition und ich weiß, dass es phänomenal schlecht war. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an und kämpfen gegen Timmy Turner. Ich meine, gegen Herr Turner. Der heißt, glaube ich, nicht Timmy. Nein, der heißt nicht Timmy. So, auf jeden Fall, das ist der Typ, der nur Boden-Pokémon besitzt, also Boden-Pokémon besitzt. Und ich würde sagen, Lelouch wie Britannia geht in den Kampf, aka Zero, aka The Zero of Time. Ich würde sagen, du setzt jetzt erstmal Kalkklinge ein und Folterknecht, verdammte Scheiße. Verdammt, ich hätte gedacht, dass die Attacke ein One-Hit wird, aber... Scheiß Arthur, willkommen. Man darf den Gegner nicht unterschätzen. Der Typ ist wirklich stark. Und ich hatte die ganze Zeit was durch meinen Sinn. Was ist das? Jetzt mal ohne Scheiß, was ist das? Was ist das? Mitten im Part, erst Scheiß drauf. Yolonese, genau. Ich habe Spaghetti mit. Spaghetti mit Yolonese gegessen. Mmh, yummy, yummy. Oh Gott, wie das schmecken wird. Spaghetti mit Mayonnaise. Boah. Voll ekelhaft. Uah. Und allein die Vorstellung, wie das aussieht. Oh, Katastrophe. Egal, Sandama. Boden-Pokémon, erste Generation. Und Zero ist jetzt down. Ist auch nur so, by the way. Ne? Sanji, ich würde sagen, du gehst jetzt rein und du bist mehr oder weniger jetzt die einzige Hoffnung für das ganze Team hier. Weil ohne dich, ohne Moss, nichts los. Ach, scheiße, Sanji geht jetzt langsam auch drauf. Siegeswille von Sanji wirkt. Geil. Flügelschlag und... scheiße. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen abzieht, aber anscheinend... Nee, anscheinend nee, echt nicht. Komm mal, Error aus. Das kann doch nicht sein, dass das viel schneller ist. Und ich verkacke hier die ganze Zeit. Gina, rein mit dir. Ich hab vergessen, Beleber. Oh nee, ich dachte, ich hätte Beleber. Fuck, Gigasauger, komm. Scheiße, ey. Hab ich ganz vergessen. Auch gut. Scheiß drauf. Egal, wir schaffen das irgendwie. Bezweifle ich zwar ganz stark, aber irgendwie müsste das ja auch schon gehen. Da kann ja nicht sein, dass ich wirklich hier die ganze Zeit abkratze. Nee, das kann nicht sein. So, Stanobor, nächstes Pokémon. Pokémon wechseln. Dai und Sheena. Zwei Pokémon, die unterlevelt sind und viel zu schwach gegen Stanobor sind. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit einer Stachelspor-Attacke an, wenn mein Poké das überleben würde. Was es natürlich nicht tut, deswegen, Elektroball wirkt ja eh nichts, von daher, wir sind ja eh drauf gegangen. Von daher ist das eigentlich auch Schnurzpiep egal, ich würde sagen, wir machen das jetzt folgendermaßen, hier, hallo, Fahrrad. Kann ich mein Fahrrad? Ah, alles klar, interessant, interessant, ab in die Pokémon Arena und alle löschen. So, dann hierhin und dann hierhin und dann, hier. Wo war denn nochmal der Typ? Wo hat sich der fette Pedo versteckt? Wo war er? Mit seinem großen, dicken Bauch. Was habt ihr denn gedacht, was ich sage, ey? Ihr perversen Schweine. So, ich glaube, ich hab jetzt... nee, doch nicht. Schade. Ich glaube, das geht so und dann so und dann so und dann... Ja, das gibt's nicht. Wo komme ich hier... Komm ich da hin? So vielleicht. So vielleicht? Genau, mein Deutsch hat jetzt gar nicht unter den zwei Wochen gelitten, in denen ich nicht Let's Played habe. Überhaupt nicht, ne. Kommt man da drauf, ne? Der ist so eine Tatsache, ne? Ne, ich glaube hier gerade völligen Bullshit, weil ich gerade den Weg suche und ihn nicht finde, weil dieser Weg wird ein weiter sein. Das war doch so, ne? Dieser Weg... Ah, wird kein leichter sein, nicht wird kein weiter sein. Fail. Was passiert jetzt? Kann ich jetzt irgendwie da hin? Ich weiß es nicht. Das ist das Ding. Komm ich da hin? Bitte lass mich da hin. Warte mal, hier. Okay, warte mal, 1, 2. Ich muss irgendwie da hinkommen. Wie soll das klappen? Das ist die Frage. Wie soll das klappen? Nee, so komme ich nicht dahin. Schade. Okay, dann machen wir das anders. Was habe ich denn jetzt verändert?
Ach so, jetzt habe ich kapiert. Oh Gott, ich bin so hohl, ey. Nee, wir müssen jetzt erstmal hier hin und dann kann ich von hier gucken. Alles gut. Ich glaube, ich weiß, von wo ich dahin, von wo ich mich fortbewegen muss und so. Ich glaube, von hier. Nee, eins zurück. Dann so und dann so. Na, würdest du jetzt wohl? Und wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Yes! So, okay, jetzt Pokémon. Gucken wir mal. Justice ist ganz vorne mit seinen Level, mit seinen knackigen 30 Level. Ich würde aber sagen, dass... entweder China... Ja, komm, scheiß drauf. China geht jetzt einfach mal Justice voran rein. Du hast mich warten lassen. Tut mir leid. Liegt aber nicht an mir. Dann lass mal sehen, was du so drauf hast. Im Bett oder was? Oh yeah, im Bett. Auf jeden Fall, Arenaleiter Turner mit einem Rockaiman, einem Unlicht-Boden-Pokémon aus der fünften Gen. Ich finde das Pokémon an sich eigentlich ziemlich cool. Die Weiterentwicklung Rabigato gefällt mir auch sehr. Zwar ist sie ein bisschen fett, also so ein bisschen, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich finde das Poke sieht schon ziemlich cool aus und deswegen, ne? Es sieht halt cool aus. Oh yeah. So, einmal Zauberblatt, dann ist das Ding ja, fast besiegt. China, noch einmal Gigasauger und dann hätten. What? Was war das denn? Was war das denn für eine Aktion? Murat, rein mit dir, Feuerschlag, beende diese Scheiße hier. Das kann ja nicht sein. Was mache ich da? Wieso schicke ich ein Feuer-Pokémon raus? Sanji, Rainer, Aeroas, meine Güte. So, Sanji, Aeroas und dann, wenn ich jetzt wieder verliere, oh Gott, das wird gar nicht klar gehen. Das wird überhaupt nicht klar gehen. Überhaupt nicht. Nee. So, Shadowborn, nächstes Pokémon. Ja, Murat ist gerade, Murat ist gerade eben besiegt worden, ich Troll. Ja, jetzt ist die Frage, was soll ich rein tun? Justice? Ja, komm, scheiß drauf. Justice, geh mal rein und, oh, scheiße, ey. Justice ist zwar schnell und hat zwar auch gute Angriff. So, hat ja, gut gedeutscht, Matt. Aber das Ding ist halt nur, Stalobor ist ein ziemlich starkes Poke. Und mit dem fiel ich jetzt nicht zu Spaß. Nein! Wieso Giftschweif? Ich wollte nicht Giftschweif! Nee, ich wollte nicht Giftschweif einsetzen. Ja, geil, jetzt ist das Poke schneller. Geil. Okay, wir machen das anders. Zero, rein mit dir und dann Aquawelle. Eventuell haben wir Glück und das Spiel verwirrt sich. Was ich sehr, sehr stark hoffe. Beute. Zuletzt verwendet. Einsetzen auf Zero. Ja, das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt mega kacke. Beute zuletzt verwendet. Einsetzen. Dann nochmal auf Zero. Schlitz. Holy shit, wieso zieht das so viel ab? Kampf, Aquawelle oder Kalklänge, scheiß drauf. Gott. Nein, das ist nicht. Nein! Nein, 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 scheiße, ich verliere wieder. Oh Gott, ey, was ist los? Hier, ich habe null Plan, was ich hier gerade mache, aber scheiß drauf. Scheiße, ey. Meine Pokémon sind einfach zu unterlevelt, ja. Daran liegt es wohl. Ja, nee, es liegt nicht daran, weil ich ein schlechter Trainer bin. Apropos Trainer, ich sollte ein bisschen an meinem XY-Wi-Fi-Team ein bisschen so, ein bisschen rumarbeiten. Ja, das wäre gar nicht so verkehrt, ne? Nee, jetzt mal ohne Witz, das wäre gar nicht so verkehrt. Nee, warte mal, wo musste ich jetzt hin? Hier? Nee, hier hin. Dann so. Und dann so und dann haben wir es fast. Ja, wir sind fast da. Wir sind fast da. So, und dann Pokémon. Nimm den Namen China, du bist vorne, du bleibst vorne. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt im Highspeed, denn ich habe echt keinen Bock, das Ganze nochmal zu machen. China, Gigasauger und... Holy shit. Nochmal Gigasauger. Ach, scheiße. Habe ich ganz vergessen. Pokémon wechseln, ja. Was soll rein? Sanji geht rein und setzt Aeroas ein, ja. Ja, Aeroas, komm. Yes, das Pokémon ist besiegt. So, Murat ist das nächste Pokémon und ich weiß jetzt nicht. Ist Murat schneller oder. Nee, Stalobor ist schneller.
Das Viech ist einfach viel zu OP. Feuerschlag oder Feuerzahn? Feuerschlag. Ja, war klar. War klar, war klar. Ja, Morat ist auch besiegt. Meine Pokémon sind viel zu unterlevelt. Ich sollte die ein bisschen trainieren. So ist es nicht, ne? Ja doch, wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn ich die trainiere. So, wisst ihr was? China geht rein, versucht eine Stachelspore los zu reißen. Nein, es hat die Attacke abgewehrt. Scheiße. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Beute. Zuletzt verwendet einsetzen auf Sanji. Dai wird nichts bringen. Just Dai könnte ich, wenn als Pokémon so, also ja, wenn ich jemanden auswechseln will oder so, das könnte ich Ben dafür benutzen. Ich glaube, entweder Zero oder Justice. Ja, ich bleib bei der Taktik Aquavelle verwirren. Ja, weil anders wird es nicht gehen. Ja, komm, Aquavelle. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Zero setzt Kaltklinge ein. Komm bitte! Lass mal Pokémon gewinnen. In dein Arsch! Du bist am Arsch! Ne, das ging anders. Hier, Teddy Comedy und so. Kennt vielleicht der ein oder andere. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß! Wer weiß, wer weiß. Justice, du gehst jetzt rein und ich würde sagen, wir beenden das Ganze, weil ich habe auch keinen Bock mehr drauf. Justice! Käferbiss! Hat sich irgendwie ein bisschen gereimt. Oder war das so ein Scheinreim? Das kann ja auch sein, ne? So, Initiative sinkt. Nicht schlimm, Giftschweif. Ja, ich dachte gerade, wieso setze ich Giftschweif ein? Ist ja nicht sehr effektiv. Ja, Merz-Logik. Käferbiss noch einmal und dann würde ich sagen, ja, hat Justice verloren, ja. Okay, Sanji, rein mit dir und Aeros oder Flügelschlag. Aeros, komm. Bisschen Abwechslung muss sein, ja. So, Klauenwetzer, Grimasse, Aeros, komm nochmal. Jetzt müsste doch Dings steigen. Siegeswille, BAMS! Oh, die Fähigkeit ist geil. Die Fähigkeit ist echt geil. Ich glaube, die wird uns dann irgendwann mal ziemlich aus der Patsche helfen, ja. Ist gut, dass ich Sanji gefangen habe, ja, definitiv. So, damit hätten wir auch Turner besiegt und haben einen mega geilen Ohren bekommen, bla bla bla, juckt mich alles nicht und, ja, ist gut. So, Pokémon. Sanji, Bericht. Weil, ich glaube, Siegeswille, eine versteckte Fähigkeit, ich weiß es gerade nicht. Also ich kenne mich mit den versteckten Fähigkeiten nicht so aus, ne. Überhaupt nicht. So, das ist alles Mainstream. Ich kann jetzt sowieso nicht vorlesen, weil meine Stimme das nicht mitmachen würde. Und deswegen, Yononese, scheiß drauf. Sorry. Ja, scheiß drauf. Yononese, genau. Ja, ich glaube, den Part nenne ich einfach nur Fail Part. Ja. Einen besseren Namen gibt es dafür nicht. Ne, auf gar keinen Fall. So, ich würde sagen, Leute, das war's für diesen Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und ich überlege mal, die Hälfte eines Parts so mit so einer richtig kindlichen Stimme zu machen. Ja, das könnte ich eventuell tun. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt auch für diesen Part. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn's wieder heißt, ich habe zweimal wieder gesagt, aber das ist irrelevant, wenn's wieder heißt, Pokémon Weiß Edition 2, nicht 3, nicht 1, sondern 2 und, Alter. Bis zum nächsten Mal, haut rein, meine Freunde, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, aber das werdet ihr ja sowieso nicht tun. Von daher ist es auch scheißegal, ob ich es sage oder nicht, bis zum nächsten Mal, entweder bei SAO oder bei Pokémon Weiß oder bei einem Endvideo. Ciao.